zwei goldene Zeit als Star. Damals war's für mich klar, dass er der beste Drummer in Deutschland war. Von seinem Schlagzeug aus hat er uns dirigiert und hat an Wahnsinns, an Wahnsinns Mörderrhythmus produziert. Drama am Schlagzeug, ob in einem Multitulier, weil ich so gespielt hab, wie ein Boden unter den Füßen verliert. Ruhe in Frieden.